Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen mal wieder seit einer halben Ewigkeit gefühlt ja wirklich zu, ja, The Quick and the Dead. Ich nehme zum allerersten Mal jetzt über meinen neuen PC auf, also wirklich meinen Aufnahme-PC. Bin wieder hier, bis zu der Stelle gespielt und ja, ungewöhnlich. Ich nehme mal wieder auch abends auf. Ich habe ein bisschen Zeit und es ist jetzt gerade 23:30 nachts und ja. Kam hier keine Filmsequenz, das ist ja doof. Ich will das nicht machen. Aber viel kommt ja auch gar nicht mehr von dem Spiel. Also ich hoffe, dass der Sound jetzt auch so okay ist. Ich mache jetzt einfach mal so, also ich nehme jetzt einfach mal so einen Part auf, in der Hoffnung, dass es gut wird und ja. Obwohl ich natürlich eben schon eine Testaufnahme gemacht habe. Scheiße. Ja, so viel dazu. Ist halt schwierig hier zu erkennen, die Strecke, ne? Also, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Achso, ja, ich hab's schon geschafft. Ah, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ich speichere mal. Wo speichere ich denn mal? Ich speichere einfach mal hier unten. Damit ich es deutlich unterscheiden kann, wo ich dann jetzt hier aufgenommen habe, sag ich mal. Oh, ich wünschte, ich könnte auch nur wieder von Konsole so aufnehmen, wie ich jetzt gerade hier so aufnehme. Ah, das schöne Gitter, was es auch schon in Tomb Raider 1 gab. Und da sind ja auch die Kisten von Marco Bartoli aus Tomb Raider 2. Was hast du hier verloren, alter Knabe? Was macht überhaupt dieses Geschirr da oben? Pfanne und so, macht hier gar keinen Sinn, aber egal. Wow. Das ist gemein. Ist da vorne auch was? Also, jetzt. Oh, das ist ja. Ach so. Okay. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Ich bin ganz ruhig oder so. Oh Gott sei Dank. Ich hab's geschafft. Ich hab's überlebt. Fürs Erste. Fürs Erste. Was kommt jetzt? Was muss ich machen? Ich weiß es nicht. Hilfe. Stein. Oh, das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Ach nee, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Bevor ich jetzt hier weiterschwimme direkt, ich glaube, hier vorne war was. Wenn ich hier schon hinkomme, nein, nicht wirklich. Dazu muss ich erst da was zerschießen und hier ist Strömung wegen Wasserfall und so und ja. Und die Indianer heulen wieder im Hintergrund. Kann ich hier denn weiter an sich am Land schwimmen? Nee, kann ich natürlich nicht. Die Strömung zieht mich unter Wasser. Das finde ich aber gar nicht schön. Warum ist das so? Ach ja, aber ich freue mich wieder aufnehmen zu können, Leute. Ich sag's euch. Boah. Oh nein, ein Krokodil. Nein, nein. Scheiße, ich komme hier nicht raus. Ah, nein, tauch. Oh mein Gott, scheiße, scheiße, scheiße. Wo komme ich hier raus? Ah, hier. Na, wartet ihr Wichser. Was? Hier auch? Irgendwas? Oh, Skorpione. Hallo. So, jetzt aber Zeug. Sterbt. Sterbt. Sterbt alle. Ihr zwei. Was ist das denn hier? Oh nee, nicht so einer. Oh nein, scheiße, fuck. Ach, der war ja ganz leicht eigentlich zu besiegen. Okay. Ich hasse diese Käfer, ey. Hallo, Krokis. Hallo, da seid ihr ja. Na? Oh, Schmerzen. So, du bist schon mal tot. Du bist Matsche. Aus dir mache ich mir eine Handtasche. Und wo ist das andere Kroko? Hallo. Kroko. Krokodilo. Crocodile. Freund. Oder... Ah, da bist du ja. Hey, wollte schon gerade fragen. Bist du schon tot oder was? So.
Zitter, Heini. So, du bist auch jetzt tot. Das ist schön. Das ist schön. Das ist wunderschön. Ich frage mich gerade, wo dieser Spruch nochmal war. Wahrscheinlich auch bei irgendeinem YouTube-Kacke-Video. Muss ich gerade wieder irgendwie spontan dran denken. Das ist schön, das ist wunderschön. Wow, 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 wow. Da wäre ich fast Feuer und Flamme gewesen. Oh yeah. Aber zum Glück wurde ich es ja nicht. Kann ich die Kisten zerschießen? Fragezeichen. Ich weiß es nicht mehr genau. Also ich weiß von The Quick and the Dead fast gar nichts mehr. Also jetzt ab diesen Bereich hier wirklich. Ich weiß noch, wie es endet. Ich weiß, wie es enden wird. Aber, naja, so an sich im Großen und Ganzen, sag ich mal, das ist dann so, keine Ahnung. Aber es... Oh, ich wurde gerade auf Skype angeschrieben. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Wahrscheinlich nicht. Ist ein ganz komisches Gefühl, mich jetzt auch wieder bei den Aufnahmen selber zu hören. Also wenn ich hier am PC aufnehme, am Aufnahme-PC wirklich, dann höre ich mich ja auch selber, während ich dann hier so rede. Das war ja vorher am Laptop nicht so, wenn ich da Lara aufgenommen habe oder überhaupt irgendwas aufgenommen habe. Alle ab. Dankeschön, dass es geklappt hat, Lara. Und ja. Nimm. Egal, wer auch immer das jetzt gerade auf Skype war, der muss warten. Oder die. Aber nein, ich bin eigentlich gerade mit ihm am Schreiben, aber... Egal, wen interessiert das? Oh nein, hier muss ich einen zweiten Kristall einsetzen. Den habe ich doch gar nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber wahrscheinlich befindet er sich da unter Wasser. Wenn nicht, dann habe ich schlechte Karten. Frage, kann ich da irgendwie so hinspringen? Wahrscheinlich. Ich muss es ausprobieren. Ach, die Indianer, ey. Scheiße. Ich weiß, dass es möglich ist. Komm schon. Oder auch nicht. Vielleicht muss ich auch doch von hier einfach von der äußersten Kante aus das dann irgendwie hier machen. Ich muss auf jeden Fall dieses Ding da unter Wasser zerstören. Sollte doch so eigentlich funktionieren. Komm schon, das schaffe ich doch. Ja, mit Verzögerung zwar, aber es hat geklappt. Das freut mich sehr. War es so geplant oder nicht? Das zeigt dir gleich das Licht. Nein, keine Ahnung. Strömung. Lass mich. Wenn da jetzt noch ein Krokodil draus kommt, kriege ich die Krise. Aber nein, es kommt kein Krokodil. Ich bin vergiftet? Achso, hier sind Giftpfeile. Wollte schon gerade sagen. So, von was kann ich denn hier vergiftet sein? Lara, zieh doch einfach den Hebel. Wunderschön. Und hier unten liegt sogar noch ein Midi-Pack. Haben wir Zeit, das zu nehmen? Ich weiß es nicht. Ich nehme es mir einfach. Ich nehme mir die Zeit. Ich muss auch noch die Scheiße hier zu... Ja, vergifte mich nochmal. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Hey, jetzt wurde ich gar nicht vergiftet. Cool. Dann jetzt hier mit Karacho zurück. Aber ich habe ja jetzt einen Hebel gezogen und keinen Kristall aufgesammelt. Das heißt, wo ist denn jetzt... Ah, wahrscheinlich das Tor hier vorne, dieses goldene. Ne? Ja, das ist offen. Sehr schön. Sehr schön, dann kommen wir ja doch voran. Dann ist ja alles nur halb so wild. Ich dachte schon so von wegen, oh nee, wie soll das gehen? Bla bla bla, aber nee, ist ja alles okay. Alles okay. Dat, 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 dat. Ich hoffe, das Rauschen vom Headset ist nicht zu extrem. Also ich glaube, es ist ein Rauschen zu hören, bin mir aber nicht ganz sicher. Ich meine, wie gesagt, ich habe gerade eben eine Testaufnahme gemacht und die war eigentlich, oh, also die war total well. Nein, die war... Okay. Oh Mann. Aber naja, ne? Ich mache mir immer so meine Gedanken, ob es dann wirklich klappt, trotz Testaufnahmen, denn das kann ja immer noch mal alles ganz anders sein. Ach ja. Das letzte Mal habe ich ja The Quick and the Dead aufgenommen, wie ich noch mit dem Viper-Fan zusammen war. Das waren noch Zeiten. Wow! Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach so, hier ist ein Schalter. Und vor allem ist es auch das erste Mal, wo ich jetzt hier an einem PC wirklich aufnehme, seit ich umgezogen bin. Und das war ja schließlich Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, so um den Dreh. Von daher alles irgendwie ziemlich premiermäßig, sag ich mal. Oh nee, das war hier so eine Stelle. Das war, glaube ich, eine scheiße Stelle. Eine scheiße Stelle. Eine schwierige, besser gesagt. Einfach nur... Oder? War das hier schon? Ich weiß, es kommt später eine extrem... Wie schießt eine Stelle? Ja, so geht's schon mal nicht.
Taste nochmal. Nee, warte mal. Man musste hier auch sich irgendwie dann so drehen und sowas, ne? Oder? Oh Gott, ich weiß das alles gar nicht mehr. Wow. Nee, so komme ich hier auf jeden Fall rein, ja. Dann bleibe ich erstmal ganz kurz hier und speichere ab. Aber ich will es dann nochmal versuchen. Das war irgendwie, dass man ganz hoch musste. Und dann, ja, natürlich, jetzt kann ich mich hier nicht um die Ecke hangeln. Also, überlebe ich das? Ja, kaum Energieverlust. Okay, dann nehme ich das mal in Kauf. Und versuche es einfach nochmal. Ich möchte das Secret gerne da oben haben. Einfach nur, um es euch zu zeigen. Ich hoffe mal, das klappt. Ganz hoch und tipp. Hä, wie macht man das denn? Hä? Muss ich das verstehen? Ja, war klar. Nee, komm, das lade ich. Das lade ich. Aber ehrlich gesagt, dieses Secret war schon immer extrem stressig und sowas. Also ich will mir das eigentlich doch nicht holen. Ich wollte es euch sonst zeigen, aber ich meine, da oben gibt es halt wirklich nur ein Secret. Das ist ein bisschen Munition und so, deswegen will ich mir jetzt im Let's Play ehrlich gesagt nicht antun, den Stress. Also wenn ihr es sehen wollt, dann ladet euch das Spiel doch selber runter und macht das. Also mir ist es das jetzt gerade einfach nicht wert. Sorry. Genau, diesen... Bis ich den Hangelschlitz mal gesehen hatte beim ersten Mal spielen, ihr glaubt es nicht. Das hat Ewigkeiten gedauert. Ewigkeiten. Ich dachte schon kurz, da könnte ich mich reinziehen, aber nö, dem war doch nicht so. Nö, 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 nö. Das Spiel geht übrigens jetzt echt nicht mehr lange, also wir haben es fast durch. So viel kann ich versichern. Wow. Bald haben wir es endlich geschafft. Ach, da oben geht's weiter. Es ist ja ein Krampf gerade mit der Kamera. Ein Krampf und ein Kampf. Ja, zeig uns den Arsch. Zeig uns den Arsch. Zeig uns den Arsch. Es war in irgendeinem Film, glaube ich mal. Ich weiß aber nicht mehr in welchem. Deswegen ist es so ein Standardspruch. Nimm die Munition, Mensch. So, das war nicht der Standardspruch, sondern natürlich dieses, ne, zeig uns den Arsch. Oh nein, noch mehr Feuer und Lava und bläh. Nö. Aber hier konnte man doch irgendwo hoch, ne? Ja, konnte man. Das war damals eine Stelle, wo ich nachgucken musste. Ich glaube sogar die einzige, wo ich nachgucken musste, weil ich mich gefragt habe, was soll ich hier machen? Wie geht's hier weiter und so? Da habe ich mir dann erstmal das Secret doch noch geholt und dann so von wegen, hä, was muss ich tun? Bis ich dann doch auch gemerkt habe, ja, stimmt, hier kann man hoch. Also ich meine, das habe ich dann im Video gesehen und habe dann nur so gedacht, oh, wie blöd und blind war ich eigentlich. Also das hier ist so ziemlich die schwierigste Stelle jetzt in diesem letzten Level von The Quick and the Dead, was ja auch The Quick and the Dead heißt und ja. Ne, da auf die Schräge natürlich abspringen, festhalten, bla bla bla. Ach, das wird ein Spaß oder so. Ich speichere mal ab. Und ich würde auch mal sagen, hier beende ich sogar auch schon den Part, oder? Ich weiß gerade gar nicht, wann hatte ich angefangen? Es war... Ja doch, eigentlich ist das okay für den Part. Doch, 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 ist okay, würde ich sagen. Also ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Und ich hoffe vor allem, die Aufnahme ist wirklich geglückt und hat nicht nur so getan, als würde sie glücken, sage ich mal. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns alle hier beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal und tschüss.